Da sind wir wieder. Willkommen zurück zu Crusader Kings 3 mit dem Mannienreich, Königreich. Mein Plan wäre auf alle Fälle, ein Kaiserreich zu gründen. Ich denke mal, Ulai wäre da relativ interessant. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, glaube ich auch irgendwie nicht mehr, dass es so interessant ist. Ja, wir müssen ja irgendwann mal was machen. Was das Ziel dieser Kampagne ist, ich weiß es nicht. Wir spielen einfach ein bisschen, bis ich keinen Bock mehr habe, denke ich mal. Das ist ein relativ guter Grund. Oder ein relativ gutes Dingens. Danach weiß ich nicht, ob man es wieder eine Mod anschauen oder ob wir einfach mal irgendwas anderes machen. Das wird sich zeigen in Zukunft, wie sich das hier mit Crusader Kings 3 weiterentwickelt, solange es kein Royal Court DLC gibt. Solange müssen wir es halt einfach ein bisschen weitergeben. Und eben mit Royal Court, dann mit den neuen Kulturen, mit den neuen Schlössern und hast du nicht gesehen. Denke ich mal, dürfte dann aber auch die Motivation nochmal komplett zurückkommen. Okay, der hat einen Erben. Der ist ganz okay. Der ist ganz okay. Das Problem, was ich nur sehe. Ich sehe ein Problem. Und zwar weiß ich nicht, inwieweit meine Erbfolge gesichert ist. Weil wenn der Typ, der jetzt dann an die Macht kommt, ein dummer Trottel ist, dann kann das einmal komplett in die Hose gehen. Und wenn das komplett in die Hose geht, dann kann ich für nichts mehr garantieren. Oh, 100 Gold, dankeschön. 100 Gold hat er mir gebracht. Können wir gleich wieder investieren. Für unseren Königstitel, den wir jetzt haben. Antun, das bist du der König von Antun. Ah. So, und jetzt machen wir Folgendes, weil ich finde dieses Braun einfach hässlich. Und wir können da leider noch nicht die Farben ändern. Das geht ja leider erst. Deswegen machen wir das jetzt zu unserem Primary-Titel. Declare your ambition to unite Ireland. You have proven yourself to be a prestigious and capable ruler. It is time to unite the Emerald Island once again under a single sovereign. Taking this decision will grant you a reason to subjugate any neighbor. Das ist aber teuer, der Scheiß. Kein Geld für so einen Kack. Oh, können wir hier Titel verkaufen. Oh, danke schön, du holde Maid. Kann ich jetzt Leute vasalisieren eigentlich? Ah, ich habe zu viele Duchies. Wo habe ich denn nicht zu viele Duchies? Hä? Okay, das brauche ich. Das brauche ich nicht. Wo habe ich denn dieses Duchy? Ich dachte, das habe ich abgegeben. Da, nimm mal. Ihr wisst ja, wie die Leute sind. Kaum hast du ein Duchy, dann gehen sie dir wieder alle auf den Sack. Wer bist du überhaupt? 56. Der wird eh bald abnippeln. Das ist perfekt. Das ist perfekt scheiße. Wir werden abnippeln. Ich habe zwar ein bisschen Gold. Aber ob das dann gut geht, das weiß ich nicht. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir Leute vasalisieren können, aber irgendwie. Warum diese Abneigung meiner Herrschaft gegenüber? Turn faith. Pass auf, dass du nicht auszusehen beim Klogang dir die Rippe aus dem Herz scheißt. Dein Problem? Er hat ja gar keinen Bock. Boah. Er hat ja mal gar keinen Bock. Die Dark Gods. Ist natürlich schlecht, weil wir haben natürlich hier den Slave Hellenism. Und die Dark Gods haben sich hier relativ groß durchgesetzt, muss ich gestehen. Also der dunkle Götter, glaube, der ist so ein bisschen die Übermacht. Und wie wir wissen, ist mit den Religionen sehr schwierig, da irgendwie auf einen Zweig zu kommen mit Bekehren. Haben wir ja herausgefunden, es dauert ja Jahrhunderte, da irgendwas zu bekehren. Aber was wir jetzt auf alle Fälle machen können, das ist was. Ich kann da nichts usurpen. Was wir auf alle Fälle jetzt machen können, ist, wir können Kriege erklären mit De Jure-Ansprüche auf all diese Gebiete hier. Zum Beispiel hier können wir De Jure-Duchy fordern. Das wird das hier. Die sind relativ stark, haben aber Schulden. Deswegen sollte das eigentlich kein großes Problem werden, die hier zu integrieren. Wir rufen natürlich trotz allem auch wieder unsere immer weniger werdenden Allies. Wo sind die alle hin? Ich hatte mal so viele Verbündete, jetzt habe ich irgendwie gar keine mehr. Keine Ahnung, ob die irgendwie alle sterben oder ob die mich hier vergehen, hintergehen, verraten, betrügen. I don't know. Reichere Hauptstadt möchte ich nicht. Useless Census, jawohl, dankeschön. Wo ist er denn? Useless, der ist 14 hat, der ist gut.
Er hat gute Eigenschaften. Warum ist der useless? Warum werde ich hier schon wieder so vom Spiel verarscht? Hm? Ich finde es übrigens schön, wenn man überlegt, dass wir vor kurzem noch in einer Situation waren, wo wir eigentlich kurz davor standen, dass wir alles verlieren. Und jetzt stehen wir davor, alles zu gewinnen. Da könnt ihr hier oben belagern, was ihr wollt. Das ist mir scheißegal. Wirklich. No joke. Also no front oder so. Das ist jetzt auch nicht böse gemeint. Okay. Wir haben sie als Gefangene benommen. Bekehren wir die doch einfach mal, oder? Warte, wer ist denn hier Erbe? Weil nicht, dass es jetzt in irgendeiner Art und Weise noch von Wichtigkeit wäre. Warte mal, du bist hier. Du bist... Ah! Aha! Ja, quasi mit der Bekehrung der Frau haben wir auch den Mann bekehrt. Was ich relativ interesting finde. Was wird das jetzt? Können sie wahrscheinlich auch nicht sagen. Die haben irgendwie hier unser Gebiet erobert, das ist ein bisschen blöd. Jetzt haben die ihr Gebiet. Das sind solche Wichser. Hallo, helft mir doch. Was machen die denn da? Wieder die Hauptstadt erobern? Ich komme mir so ein bisschen vor wie so ein Affe. Egal, was für White Peace? Die wollen White Peace mit mir, seid ihr blöd? Also wahrscheinlich schon, ja, aber. Oh, boah, geil. Plus 4 Cattle. Das ist doch mal Jackpot, Alter. 79. Also entweder haben die das geändert bei der Mod, dass es einfach mehr positive Events gibt und weniger negative Events. Vielleicht gab es da ein Mod-Update. I don't know. Ich lese mir die tatsächlich nicht durch, die Updates. Ich habe irgendwas Altes. 75. Komm, auf deine alten Tage nochmal dem richtigen, den einzig wahren Glauben folgen. Boah, wir haben die in der letzten Sekunde nochmal abgefangen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Organized Army, Master of Duel. Das klingt auch schon mal nice. Falls wir dann doch noch mal Duelle machen sollten. Ist das natürlich keine schlechte Sache. Da gibt es nochmal 9 Gold, ist aber auch nicht so viel. Kurz die letzte Belagerung hier fertig bringen. Und dann können wir uns ein weiteres leckeres, großes Stückchen Land einverleiben. Dachte ich bis gerade eben ganz kurz. War es aber dann nicht so. Oh, der Kollege ist gestorben. Das ist schade, weil das war mein Spy. Ei. Ei. Hallo? Ah, okay. Also no front gegen die Oma da, aber der ist ja mal richtig Bombe. Oh. Ah. Fast verklickt. Ah, okay, passt. Ne, bin zufrieden. Sehr schön, jetzt mal noch hier ein, zwei Schlachten. Gibt's Lösegelder? Nein, leider nicht. So, dann bedanke ich mich jetzt hier einmal kurz für die Treue der Gebiete. Erlaub mir kurz... Ah, das kostet Gold, den Titel zu klauen. Das ist ja mal richtige Abzocke, Alter. Dass ich meinen Titel bekomme, muss ich Geld zahlen. Das ist ja schon wieder Betrug, echt. Das ist ja schon wieder... Boah. Spucke auf euch, echt. Also nicht auf euch, sondern die Typen hier in Irland. Okay, gut. Ihr hättet das gedacht, Andun ist schon fast Feind hier, wa? Was für Faction created gegen mich? Warum denn? Was habe ich denn gemacht? Okay, das lassen wir eigentlich mal. Was ist War Declaration? The Vessel can declare war. Achso, das ist ja gut für die. Tax 5,5%. Das hat doch alles Vorteile für ihn. Lassen ihn mal. Bei dir ist eigentlich auch so. Ich lass mal auch mit. Warum gibt es heute eigentlich nicht die Möglichkeit, mal jemanden... warum gibt es nicht die Möglichkeit, mal jemanden... zu besiegen in einem Kampf? Hm? Warum nicht? Warum wird... Oh, geil. Oh, ich liebe Gold-Events. Ich liebe sie. Dankeschön, Dankeschön. Ja, wir sollten das eh mal mehr machen. Festmäler und Jagden. Weil die uns halt auch Prestige bringen. Ja, Prestige und Prestige können wir wieder benutzen, um... Muss ich echt beides freischalten.
Ich weiß nicht, ob ich das mal hätte freischalten sollen. Civil Law. Ich weiß nicht, ob ich dann billiger hätte usurpen können, oder wie man das nennt. Aber wir sind natürlich auch schon eine Frohnatur. Das ist natürlich auch ganz nice. Wir sind ein Famous Reveler geworden. Das ist ja nice. Wirklich, mit 28 Diplomatie. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Mann. Der ist nicht so toll. Was ist der denn so stark? Das ist auch wieder mit den Verbündeten. Aber er ist alt. Er ist ein alter Mann. Generell viele alte Männer hier aktuell. War schon generell so das Land der Alten ein bisschen hier. Oh, schön. Ich finde das toll, wenn man die Leute einkerkern. Weil meistens, wollte ich gerade sagen, können wir die dann auch wieder freilassen für Gold, aber in dem Fall leider nicht. Was ist denn mit euch? Kann ich euch einfach mal kurz unterwerfen? So kurzen Besuch. Sollte ja kein allzu langer Krieg werden. Warum können die alle ihre Truppen mit einem Schlag ausheben und ich nicht? So ist wieder nicht fair. So, natürlich ein deutlicher Sieg. Schon allein dank meines hervorragenden Marschalls. Das mal weg, das mal weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Ne, es wird nicht billiger, hätte er sein können. Haben wir jetzt einfach nochmal... Mein Sohn ist gestorben. Warte mal ganz kurz. Das ist eigentlich scheiße. Das ist scheiße. Aber das ist egal. Er ist noch jung. Wir werden einfach mal für ihn sorgen. Und dann hoffen, dass aus ihm ein guter Junge wird. Vor allem, wenn wir mal ganz gute Stats. 28 Diplo. Bisschen Marshall können wir gut weitergeben. Der Krieg ist vorbei. Ich weiß nicht, was das Problem von der Alten war, dass sie meinte, sie muss uns hier die ganze Zeit angreifen. Habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf gehabt. Und der kleine Junge hat keine Bündnisse und keine Freunde. Also fast ein bisschen wie ich. Und zerwerfen geht nichts, weil wir das schon gemacht haben. Aber, den Kriegsgrund bekomme ich ja erst, wenn ich, den Kriegsgrund kriege ich erst, wenn wir die Entscheidung getroffen haben. Aber die Frage ist, bleibt es eine lebenslange Entscheidung? Oder verfällt die dann irgendwann? Also quasi, wenn ich die Entscheidung... Weil es ist ja relativ teuer, ne? Ist ja relativ eine teure Entscheidung. Bleibt die dann generationsübergreifend oder muss ich die jedes Mal neu machen? Das ist eben die Frage, die ich mir gerade stelle. Sehr schön, die sind kaputt. Oh, lol, die haben gewiped. Hihi. Ja, das passiert, wenn man sich mit mir anlegt. Das ist immer eine schlechte Idee. Aber Dundalk ist ein Problem. Die haben auch einige Krieger am Laufen. Oh, Bubonic Plague. A killer in our midst. Es gibt die Pest. Hoffen wir, dass das nicht allzu viel Tote mit sich bringt. Wir können mal kurz gucken. Vielleicht bei einer Entscheidung gleich mal. Da habe ich noch einen gehabt. Ich erstmal schauen sollen. Ich habe sogar einen sehr guten schon. Na gut, ich habe jetzt quasi eine Entscheidung getroffen, die ich gar nicht hätte treffen wollen. Sorry. So, da sind wir fertig. Komm, haut ab mit euren Vasallen. Von ihm kriege ich wieder Geld, da wir nämlich... es ist teuer. Der Grund, warum ich da Geld bekommen habe, ist übrigens ganz einfach. Geil. Wir haben wieder einmal sein Druckmittel durch, also quasi seine Ansprüche durchgesetzt. Das gibt uns quasi ein Druckmittel und dann können wir hier quasi dann jedes Mal wieder dafür sorgen, dass der uns Geld zahlen muss. Und die sind ja meistens auch relativ reich, dann hier diese Typen. Wer warst du denn überhaupt, alter Mann? Du warst eh nutzlos, du hättest ruhig sterben können. Wärst du mal als Dünger noch bestimmt gebrauchen zu gewesen. Was gibt es denn hier Schönes zu plündern? 17 Gold, naja, besser als 0 Gold. Fall den Down Patrick. Was? Boost Tourney Day? Tourney, Tourney. Every Redire, das sind die,
diese Kollegen hier, Redire. Das sind die da. Champions, oder? Müssen. Ja, genau. Da. Haha, ganz gute Leute. Das passt schon so. Fortune Builder. Sie ist relativ nice. Nee, ist sie überhaupt nicht. Sie hat. Ey, das muss man erstmal schaffen. Ah, 9. Okay, 9. Okay, ich nehme es zurück. Okay, das hat sich noch nicht aktualisiert. Ich wollte gerade sagen, sie hat plus 6 als Stats. Aber hat quasi irgendwie nur 3 oder so. Oder 5. Das wäre jetzt echt sehr, sehr komisch gewesen. Muss man ja schon mal sagen. Aber war nur ein kleiner Fehler vom Spiel sozusagen. Dankeschön. Läuft fast ein bisschen zu gut gerade. 2200 Gold. Wie gesagt, es läuft alles für die Vorbereitung. Die Alte ist ja mal sehr unzufrieden. Pass auf, wir versuchen dich mal zu... die Hexe hat falsche Religion. Ey, ihr gebt mir am Sack mit euren Religionsgeschmarre da. Okay, es sind eigentlich nur Bauern, die aktuell dem falschen Glauben folgen. Okay, das war komisch. Jetzt bekommt die noch ein schwaches Druckmittel gegen mich. Das mache ich nicht. Ich warte damit, bis der stirbt. Dankeschön. Warum mögen mich denn so wenig? Hä? Habe ich sie nicht bekehrt? Ach, die schauen alle gleich aus. Das sind alles die gleichen Omas. Ja, aber die gleiche Oma immer und immer wieder genommen. Na, okay. Boah, das ist ja ein kriegsführerischer Bastard, ey. Boah, das ist ja richtig krass. Da zitter ich ja schon fast ein bisschen bei solchen Kollegen, ey. Ja, ja. Essen ist immer was Feines. Dann gehen wir nochmal auf mal sein Festmahl. Hoffen, dass das Essen auch schön lecker schmeckt. Ihm geht's noch gut, das ist interessant. Also ich rechne jederzeit mit seinem Ableben, aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin auch nicht in negativer Stimmung, wenn wir... Das ist asozial hier, was gerade passiert. Das war nicht so nett, aber gut, wir werden es überleben. Können wir dich unterwerfen? Naja, du bist außerhalb unseres Bereichs, oder? Ja, das ist anderes Königreich schon. Das hier oben mit eingegliedert in 94 Jahren? Ah, weil die erst... Ah, okay, okay. I understand. Das nächste Königreich liegt ja hier oben. An dem Königreich habe ich fast alles integriert, oder was? Nur noch hier. Diese Antroim-Vögel fehlen noch ein bisschen. Kann ich eh schon wieder Krieg erklären. Geht immer relativ schnell eigentlich. County Duchy brauchen wir, wenn dann. Das wäre ein schönes Duchy. Das gibt uns zwei Provinzen. Das holen wir uns doch gleich mal. Warte, wir erstmal gucken, dass wir dieses Königreich komplett vereinen. Das wäre schon mal der erste Schritt. Ah, Leviathan. Boah, 46% auf 300 Gold. Geil, und das hat geklappt. Willst du mich verarschen? Warum klappt denn jetzt alles heute? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Seit wann klappt denn alles? Hä? Ich kann übrigens rechtmäßig einkerkern. Okay. Von ihm kriege ich wieder 50 Gold. Okay, ich weiß nicht, was hier los ist. Von mir kann ich jetzt auch wieder verkaufen. Krass. Taxes wurden erhöht. 2700 Gold. Ich schaffe das echt hier. In einer der härtesten Mods für Crusader Kings 3. Lass mich einfach mal ganz gemütlich 2700 Gold auf Lager haben. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Natürlich blöd, wenn ich mich beschwere. Oh, sie ist schwanger. Oh. Ah. Oh. Warum ist denn die Alte jetzt schwanger auf einmal? Boah, ich hoffe, dass es jetzt keine Probleme gibt mit der Schwangerschaft. Ich meine, es wäre erstmal kein Problem, wenn nämlich ich einen Sohn bekomme, ist er alleiniger Haupterbe mit einem Schlag. Aber müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, was jetzt aus ihrem Bauch gepresst kommt. Das kann man jetzt aktuell so natürlich nicht sagen. Oh, ich hoffe, dass da kommt jetzt kein, ich hoffe, da kommt jetzt kein Scheiß raus. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Scheiß raus.
eilig. Okay, aber es ist gar nicht so schlimm. Es ist tatsächlich ein Mädchen und ein Junge. Das ist gar nicht so schlimm. Ich meine, gut, unser alleiniger Haupterb... Hä? Warum genau bleibt er jetzt unser Erben? Was ist die Erbfolge? Habe ich irgendwas verpasst? Ancient Partition. All children inherit equally and heirs are freed. Hä? Was ist das denn jetzt für ein Quark? Was ist das jetzt für ein Blödsinn? Ist er blind? Ach. Ich glaube, er ist blind, oder? Warte mal ganz kurz. Ah, fuck, wir können hier nicht. Gott. Das ist jetzt weird. Das Ding ist, er erbt Kingdom of Mannen. Also, er erbt quasi alles. Außer Anduin. Das erbt er. Das Problem ist. Ich verliere quasi alle Gebiete. Das will ich nicht. Ich will nicht alle Gebiete verlieren, das ist scheiße. Meine Schwester ist gestorben. Wollte gerade sagen, sie wird's überleben. Ne, ich werde es überleben, hoffe ich. Hey, wieder 5 Increase. Wir haben 84. By the way, die haben mir meine Kontrolle weggeballert. Und dann auspressen. Ah, es ist scheiße. Es ist alles scheiße. 3000 Gold haben wir auf der einen Seite. Das ist super. Das mit dem anderen ist jetzt schwierig. Wie löse ich das Problem jetzt? Er erbt alles. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass er erbt. Ich könnte ihn einkerkern. Ich könnte aber auch den anderen einkerkern. Ah, wobei. Doch, ihn könnte ich auch einkerkern. Das Ding ist, wenn ich ihn umbringe, dann hassen mich aber alle mal so richtig. Oh, das wird noch interesting. Diesbezüglich. Was ist das eigentlich für ein Krieg? Wo kommt dieser Krieg auf einmal her? Jetzt habe ich irgendwas geerbt. Ich habe auf einmal 7 Tiere. Was habe ich denn jetzt alles geerbt? Was ist denn jetzt kaputt? Hä? Ich habe... Die ganzen Gebiete hier oben geerbt. Ach, ihr seid solche Ochsen. Nee, die sind neu. Das sind neue Gebiete. Hä? Warum? Ich will die nicht. Gib sie mir weg. Disabled Buildings. Ja, weil ich hier zu viele Gebiete habe. Schon klar. Okay, es ist alles sehr weird. Sohn. Nochmal Sohn, Tochter, Schwester, keine Ahnung, Hauptsache Kind. Meinen Kindern erstmal alles hier geben. Ich frage mich nur, warum ich nicht die Entscheidung treffen kann oder ob ich die nachher noch treffen kann. Mit dem Einzelerben. Also mal gucken. Jetzt erstmal unsere, meine Kinder hier lauter Gebiete geben, so bitteschön. Viel Spaß damit. Ja, weißt du, das können wir noch abgeben. Das machen wir auch gleich. Impose one heir. Mir fehlt noch irgendwas. Highest held title is greater or equal to duchy rank. Muss ich dieses scheiß Bike zum Herzog machen dafür? Muss ich mal gucken. Gucken wir uns auf alle Fälle jetzt erstmal die Gebiete. Die Hammer hier, das ist ja das Kriegsziel. Lol, ich bin so blöd. Weil das Kriegsziel ist auch im Besitz von uns, oder? Ja, doch, ich habe doch die Gebiete. Ich habe die zusätzliche Ober. Nee, stimmt schon. Jetzt müssen wir nur kurz nach oben marschieren, dass wir da mal kurz oben hier aufräumen. Unterstützt uns mal ganz kurz diesen Verteidigungskrieg. Du auch.
Mal gucken, dass wir dem einen Jungen vielleicht noch einen Herzogtitel geben. Hä, warum? Hä? Hä, what? Warum? Jetzt haben mich meine eigenen Verbündeten kaputt gemacht gerade. Gerade verarschen irgendwie? So. Ein Kerker noch wieder freilassen. Das ist mein Hobby. Okay, ich würde an der Stelle sagen, wir gucken mal nächste Folge, wie wir dieses Chaos auflösen. Auch diese Sache mit unseren Erben. Wie ihr sehen könnt, der erbt irgendwie die gesamte Welt geführt. Gucken, dass wir es irgendwie Switcheroo machen, dass er nichts mehr erbt. Wie gesagt, notfalls könnte man versuchen, ihn umzubringen. Das könnte man eigentlich auch mal nebenbei probieren. Relativ fake. Wir haben ja auch viel Geld. Wir könnten hier auch für ein bisschen Lösegeld und ein bisschen Geld da. Du bist mir zu teuer und bringst mir zu wenig. 59, 93. Okay, passt, sehr gut. Ich werde das jetzt sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Macht's gut. Tschüssi.